Bitte höre diese Datei nicht, wenn du Auto fährst oder Maschinen bedienst. Bitte höre sie nur, wenn du sicher entspannen kannst. Und bringe deine ganze Aufmerksamkeit hinein, um dich komplett behaglich und wohl zu fühlen. Hallo, hier ist Uwe. Und herzlich willkommen zu dieser geführten Hypnosesitzung, welche dafür gemacht ist, dir zu helfen, deinen unterbewussten Geist von früheren oder aktuellen negativen Zuständen, also Gedanken, Gefühlen und Glaubensmustern, zu bereinigen. Hypnose ist ein Zustand tiefer Entspannung und benutzt positive Suggestionen, die alle zu deinem eigenen Vorteil gegeben werden. Diese können in Entspannung sehr viel leichter absorbiert und integriert werden von deinem tiefsten Selbst. Ob du diese Sitzung als eine geführte Meditation nehmen willst oder als eine Art des Coaching mit Visualisierung, beides ist in Ordnung und gut, dies zu tun. Und wenn du es magst, dir diesen Prozess auch als eine spirituelle Form der Heilung vom höheren Selbst vorzustellen, oder in der Form purer Transformation deines Geistes durch mentale Programmierung. Nur du kannst herausfinden, was für dich die beste Bedeutung hat. Mit der Tiefe, in die du dich fallen lässt, entscheidest du, wie weit du gehen willst mit der Veränderung zum Besseren. Deine bisherigen Gedanken, Gefühle, Glaubensmuster und Verhaltensweisen werden sich im Laufe der Zeit verbessern. Wenn du während dieser Sitzung zu deiner vollen Bewusstheit aufwachen musst, kannst du das jederzeit ganz mühelos. Deine Augen öffnen und angemessen handeln. Und jetzt beginnen wir. Und deine Augen dürfen gern noch ein wenig weiter geöffnet bleiben. Und du hörst nun aufmerksam auf all die positiven Entscheidungen, die du für dich machen kannst. Wie diese Entscheidungen innerhalb dieser Sitzung zustande kamen, kann von deinem Wachbewusstsein später wieder ganz normal erinnert werden. Du kannst jetzt all die tieferen Teile deiner Selbst in dein Bewusstsein bringen. Die unbewussten oder unterbewussten Teile deines Seins durchleuchten, was dir Gefühle und Bilder, Empfindungen und Erscheinungen bringen wird.
Es wäre schön, wenn du einfach meiner Stimme folgst, so als sei es die Stimme eines alten Freundes oder jemanden, der dir gerade helfen kann, mehr und mehr zu entspannen. Und in diesem Moment bin ich dabei, das Wort Relax zu sagen. Und zwar viermal. Und beim vierten Mal, wo ich das Wort Relax sage, kannst du, wenn du es noch nicht hast, deine schweren Augenlider zufallen lassen und sinkst hinein in deine Behaglichkeit. Und ich möchte dich dazu inspirieren, dir vorzustellen, wie deine Augenlider jetzt schwerer werden, müder werden. Einfach zu fühlen, wie diese Trance wie eine Müdigkeit eintritt, wie sie sich verteilt über deine zwinkernden Augenlider. Und nun relax. Nun möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du meine Stimme hörst, indem sie dich führt mit allen Möglichkeiten, indem deine Augenlider schwerer werden. Und relax. Nun kannst du dir vorstellen, dass diese zwinkernden Augen sehr, sehr schwer sind, so dass es unmöglich wird, sie daran zu hindern, sich zu schließen, während du relaxst. Und nun kannst du dir wirklich vorstellen, dass du auf den nächsten Atemzug deinem Ein- und Ausatmen alle Spannungen loslassen kannst, vollständig, weil du jetzt relaxst. Schließe deine Augen jetzt. Einfach loslassen. Diese schweren, geschlossenen Augen vollständig schließen. Wenn du beginnst, dir die ruhigen Erklärungen dieser Reise vorzustellen, so hast du eine Möglichkeit für deine Selbstentwicklung als eine großartige Chance für dich, die gerade jetzt hier ist. Und so ist die Frage, die ich an deine tiefere Bewusstheit und an dein lichteres Unterbewusstsein richtet, ist es bereit, jetzt in die Hypnose zu gehen?
weil nach allem Trance eine alltägliche Erfahrung ist. Ich kann es nicht für dich machen. Es bist du, der es für sich selbst in Gang setzt. Nur durch deinen Wunsch, sich jetzt immer tiefer entspannen zu wollen, kann dich keine Macht des Universums davon abhalten, in einen sehr tiefen Zustand zu gehen. Weil du immer die Kontrolle hast über deinen sich immer mehr entspannenden Geist. Und Hypnose ist einfach gesagt eine Chance, mit deinem Unterbewusstsein zu kooperieren, mit deiner bewussten Entscheidung, weil du jetzt gerade entspannst, indem du dich fragst, immer tiefer zu entspannen. Was sehr einfach ist, deine Aufmerksamkeit zu dem automatischen Prozess zu bringen, der dich dazu bringt, immer beruhigter zu werden. Nur dadurch, dass du bemerkst, wie deine Brust sich auf und ab bewegt, nur weil du atmest und auch bemerkst, wie dein Atem langsamer ausströmt. Nehme die Empfindungen wahr, wie sich dein Atem von nirgendwoher ganz sanft anfühlt, an der Nase. Fühle, wie sich die Empfindungen in deiner Kehle anfühlen, ganz bis hinunter zu deinem Zwerchfell. Und sogar bis in den Bauch, ganz tief und entspannt in den Bauch. Und dann nimm die Empfindungen wahr, wenn du deinen Atem ausfließen lässt. Aus deinem Mund oder Nase. Und wie du entspannst, all diese kleinen Muskeln entlang bis hinunter zu deinem Zwergfell. Und du entspannst all die Muskeln an deinem Mund. Du kannst bemerken, dass du ganz bewusst einen gleichmäßigen Rhythmus des Atems hast. Einatmen durch die Nase und dann ganz langsam das Rauslassen über deine entspannten Lippen.
Und nun führt dich jeder Atemzug tiefer und tiefer in die Hypnose. Und du kannst immer tiefer in die Trance gehen, indem du einfach meinen Worten folgst. Und du kannst beginnen, indem du dir ein Wort vorstellst, entweder in Farbe oder in Form. Und dieses Wort kann nun aufkommen vor deinem geistigen Auge. Wenn du deinen kreativen Verstand darum bittest, es jetzt einfach geschehen zu lassen. Und das Wort, das du vor dir siehst, ist das Wort statisch. In Buchstaben S-T-A-T-I-S-C-H. Wovon du weißt, und auch ich, dass das Wort meint, still zu sein. Was so vorteilhaft sein kann, um deine Gefühle von Ruhe und Stille zu vertiefen. Was dich jetzt weiter dazu bringt, eine Schwere zu empfinden, was viele auch erleben als eine Art Helligkeit und andere wiederum genießen ein sanftes Kribbeln, während es sich ausbreitet vom oberen Punkt deines Kopfes bis hinunter in deine Zehenspitzen. Und wenn du dieses farbenfrohe Wort vor dir siehst, kannst du deine individuellen Buchstaben sehen, in ihren eigenen Formen. Und ich möchte, dass du langsam beginnst, diese Buchstaben Schritt für Schritt zu entfernen. Angefangen an der rechten Seite löschst du die Buchstaben von rechts nach links. Und mit jedem Buchstaben, den du löschst, ist es ähnlich dem, als würdest du den Teil eines Witzes von der Tafel wischen oder wie das Löschen eines Markers von einem Tageslichtschreiber. Und wenn es gelöscht ist, führt es dich tiefer und tiefer in Trance. Und so gehst du vor, indem du den ersten Buchstaben entfernst, beginnend mit dem H auf der rechten Seite. Und wie du fühlst, immer tiefer und tiefer zu gehen, kannst du das C löschen. Lösche es einfach mit all seinen Farben und seiner Form, während du tiefer und tiefer treibst.
und du kannst die Buchstaben einen nach dem anderen verblassen lassen und löschen, bis jeder einzelne Buchstabe komplett verschwunden ist. Und wenn du vergessen hast, wo du gerade warst, denn es ist nicht wirklich wichtig, denn man kann einfach wieder von vorne anfangen. Oder du kannst auch den ganzen Prozess einfach laufen lassen. Einfach genießen und dabei immer tiefer und tiefer gehen, um festzustellen, sehr zufrieden zu sein, alle Buchstaben beseitigt und gelöscht zu haben und nicht mehr länger einen Buchstaben auftauchen zu sehen. Lasse einen Finger, einen deiner Zeigefinger, entweder von der rechten oder linken Hand, sich anheben, sich einfach in die Luft anzuheben, wie von selbst. Lass ihn einfach sich immer weiter anheben, etwa ein oder zwei Zentimeter. Das ist gut. Und nun diesen Finger wieder vollkommen entspannen, um dir zu erlauben, dich von einer neuen Welle tiefer Ruhe überkommen zu lassen, um dich in einem 10-mal tieferen Zustand wiederzufinden als der vorherige. Und nun bist du in einer guten Hypnose, um ein paar wirklich positive Veränderungen für dich zu machen. Und aufgrund der Natur dieser Sitzung, die mit Bereinigung und Heilung zu tun hat, mit all der Negativität, die in deinem tieferen Geist existieren kann, möchte ich, dass du dir einen Platz schaffst. Einen sehr speziellen Platz. Einen Platz der absoluten Sicherheit und Geborgenheit für dich. Als eine Sache, an die du dich erinnerst, entweder innerhalb dieser Sitzung, während du hörst, oder als ein Werkzeug für dich in deiner bewussten Wachrealität. Und du kannst an diesen sicheren Ort denken, an den du dich ganz leicht erinnern kannst. Vielleicht als eine Art emotionalen Fallschirm oder einen altmodischen Schutzanzug, der dich immer in absoluter Weise beschützt. Und so bringe dich mit deiner Vorstellung an diesen einen Platz,
an dem du dich absolut sicher fühlst. Und dies kann ein Platz sein, den du kennst, irgendwo, wo du warst, wo du es schön fandest, als du dort warst, was dir das Gefühl gab, ganz sicher zu sein. Und du vollkommen respektierst und angenommen warst vom Außen. All dieses kann auch ganz leicht ein Platz aus deiner Fantasie sein, aus der Vorstellungskraft deines Geistes. Und wie du diesen Platz nun visualisierst, möchte ich, dass du dein Gefühl der Sicherheit so vollständig wie nur irgend möglich machst und sehe dich selbst dann auf diesem wunderbaren Platz. Mache die ernsthafte Erfahrung von Ruhe und Geborgenheit und fühle, als seist du eingewickelt in einem Paar liebender Arme, so als ob das Universum selbst dich ummantelt und beschützt. Und du hörst die Klänge und es bringt dir die perfekte Sicherheit und tiefe Ruhe. Und jetzt fühlst du all diese Wellen der Entspannung und Gelassenheit über dich gleiten. Ich wünsche, dass du dir diesen Platz der Sicherheit wirklich und real in dir entstehen lassen hast. Und ich möchte, dass du nun den gleichen Zeigefinger nimmst, den du vorhin ansteigen lassen hast. Und ich bitte dich, mit diesem Zeigefinger deinen Daumen zu berühren. Berühre einfach die Spitzen der beiden Finger, so dass eine O-Form entsteht. Lasse es von deinem Unterbewusstsein machen, für dich. Und wisse, dass du jetzt deinen speziellen, sicheren Platz für dich geankert hast. Durch das Berühren dieser beiden Finger, der Zeigefinger und der Daumen sind zusammen geankert. Und zu irgendeiner Zeit, wo du dich unwohl fühlst oder aus einem anderen Grund und du es wiederhaben möchtest, dieses tiefe Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, dann kannst du ganz einfach wieder diese beiden Finger miteinander berühren und du wirst sofort wieder zurückgelangen in deinen eigenen internen Schutz
und deine innere Ruhe. Und dies wird dir erlauben, weiterzumachen mit deiner tieferen Trancearbeit, sich immer geschützt und sicher zu fühlen, ganz mühelos. So, und jetzt kannst du Zeigefinger und Daumen wieder voneinander lösen, so schnell, wie du es magst. Und nun bist du bereit für noch tiefere Trancearbeit, was alles zu deinem höchsten Nutzen sein wird, wenn du fortfährst zu treiben, zu träumen, runter in einen noch tieferen Zustand der Trance. Immer fühlst du dich sicher und geborgen. Und du bist in der Lage, deine unbewussten Bilder, Ideen und Gefühle genau herauszubekommen, vollkommen zuversichtlich und mit der Kraft einer tieferen, heilenden Gesinnung deines Geistes. Und du bewegst dich nun einen langen Flur entlang, welcher ausgekleidet ist mit einer Reihe von Kristallspiegeln. Und unter ihnen am Boden ist ein dicker, weißer Teppich aus Wollfäden. Und du kannst spüren, wie wunderbar weich der Teppich ist. Hast deine Schuhe ausgezogen und gehst voran, einen Schritt nach dem anderen, mit dem Gefühl, dass deine Fußsohlen tiefer und tiefer entspannen. Und du bist ganz erstaunt wegen eines wirbelnden Musters, das du am Ende des langen Flures siehst, ganz klein, einer Art Portal. Und jeder Schritt auf dem Teppich bringt dich tiefer und tiefer. Und du beginnst nun Bilder in der kristallenen Oberfläche neben dir zu sehen. Und einige dieser Bilder sind flach in zwei Dimensionen. Und manche dieser Bilder sind dreidimensional, haben Form, Oberfläche und Farben. Und manche der Bilder sind Erscheinungen von deinem inneren Selbst. Einige sind aktuelle Erscheinungen darüber, wer du bist, die auf dich zurückscheinen, auf mehrere verschiedene Weisen.
weil jeder von uns verschiedene Teile in sich hat. Um die Rollen zu spielen, tagsüber und auch abends, zeig dir all diese Wichtigkeiten deines eigenen Selbst, die du mit dir trägst, von Tag zu Tag und von Zeit zu Zeit. Und du kannst einige dieser Erscheinungen sehen, wie sie dir zulächeln. Während du dir die Zeit nimmst, dich selbst zu beobachten, zu genießen, was auch immer für Aktivitäten oder Interessen, die dir die größte Freude bringen in deinem Leben. Und nun kannst du noch andere Erscheinungen sehen, die dich vielleicht betrüben. Und manche von den Erscheinungen tragen in sich einige lang gehegte Schmerzen oder Unwohlsein. Und dann sind da noch die anderen Erscheinungen, die etwas in sich tragen in Form von Negativität oder Traurigkeit oder vielleicht Bedauern. Nur du kannst wirklich sagen, was jede dieser Erscheinungen dir hier ausdrücken möchte, in diesem langen Flur deines tiefsten Selbst. Und manche dieser Erscheinungen können Erinnerungen der jüngeren Vergangenheit sein, manche aber auch aus der fernen Vergangenheit. Und wie du dich so betrachtest beim Voranschreiten, fühlst du dich spielend, sanft, bewegt in Richtung des wirbelnden Portals am Ende dieses langen, mit Kristallspiegeln verzierten Flures. Und aus dem Raum über dir kannst du eine Stimme hören, die sanft zu dir spricht, als deine eigene Stimme aus der fernen Vergangenheit. Und die Zukunft erscheint vor deinem höheren Selbst und trägt dich mit der Stimme, bringt dir eine echte Chance auf Veränderung und sagt dir, es ist erreichbar. Und so, wie die Tage sich zur Nacht neigen, und so, wie dein eigener zirkulierender Atem kommt und geht, ist Veränderung erreichbar. Weil positive Veränderung für dich möglich ist, so wie es für jede lebende Seele ist. Veränderung ist auf dem Weg, ewig. Weil Leben ist
in Bewegung sein. Und so beobachtest du dich bewegenden Schrittes, das Gefühl des weichen Teppichs unter dir weiter durch den Flur. Und weil du erlaubst, all diesen Erscheinungen, die hinter dir liegen, zu verblassen, immer mehr, so weißt du, dass du dich nun in einen noch tieferen Raum authentischer, absoluter Heilung bewegst. Und wie du dich selbst barfuß stehend erlebst auf dem Teppich, siehst du das fantastische, ätherische Tor direkt vor dir, jetzt. Und du weißt aus tiefstem Herzen, dass dieses Tor dein ganz eigenes Tor ist, mit all deinen Möglichkeiten, mit all deiner dir eigentümlichen Kraft, um dich selbst zu heilen, um all die Negativität aus deinem Inneren wegzuwischen, existiert hinter diesem Tor. Und weil du es bisher noch nicht bemerktest, dieser spezielle Teil von dir ist bereits dabei, dich zu heilen, tief in dir. Dich zu heilen und nur dadurch weiter in dich schauen, dass du tief heilende Ruhepunkte in dir pflanzt. Und wenn du bereit bist, kannst du dich finden lassen in sanfter Berührung der wirbelnden Muster dieses Tores. Und du schaust einfach, wie deine Hand verschwindet durch dieses spirituelle Tor. Und es fühlt sich so wundervoll gut an, dass da gerade etwas wartet, dahinter, was die ganze Welt deiner wahren Wünsche für deine höchsten Zwecke wahr und sichtbar werden lassen kann, so dass du sie von Moment zu Moment erleben kannst. Und nun trittst du durch das Tor und graue und weiße und silberne Nebel der Luft beginnen dich zu umhüllen. Es fühlt sich so wundervoll gut an, so als ob du einfach durch die Luft schwebst. So als würdest du fliegen, so als ob du es schon immer wolltest, so als ob dir am Rücken kraftvolle Flügel gewachsen sind. Und wie du die Entspannung deiner Schultern wahrnimmst,
mit der Schönheit deiner eigenen Flügel fliegst du und schwebst und driftest entlang durch diesen weißen, grauen und silbernen Nebel. Und überall um dich herum sind subtile Lieder verzauberter Stimmen. Und deine Ohren sind ganz genau eingestellt für jede Botschaft, die empfangen wird. Als Botschaften der Ermutigung und Botschaften der Hoffnung, die auf dich zudriften. Gesprochen mit silbernen Stimmen und kraftvollen Tönen. Und es fühlt sich so wundervoll an, diese Freiheit zu fühlen, so dass du nun totalen Frieden hast und fühlst. Und dieser Frieden bedeutet, dass du überall hingehen kannst, wo auch immer du dich tief entschieden hast, hinzugehen. Und über diesen silbrigen Wolken, die alle über dir sind, beginnen sich neue Farben zu zeigen und neue Bilder. Du bemerkst jetzt diese Szenen deiner Vergangenheit, welche dir eine Art Negativität gebracht hatten. Erinnerungen an Situationen, welche dir Kritik brachte oder Selbstzweifel. Und nun bleibst du immer ruhig und entspannt, weil du diese eigene Negativität jetzt aufnehmen kannst, indem du verstehst, was es darstellt und bedeutet, mit einer Art Loslösung und immer wissend, dass du, was immer auch geschieht, die Kontrolle hast, es zu wählen, um es jetzt vor dich zu bringen, um es zu überprüfen. Du kannst genau wählen, was dir erscheinen soll, was auch immer es ist. Es taucht auf in dieser speziellen geistigen Vorstellung, in diesem Bildschirm der silbernen Wolken. Und wie du so vorankommst mit deinem Flügelschlag, erreichst du eine ganz besondere Wolke. Und du empfindest, dass diese Wolke dunkler ist. Dunkler
als die anderen Wolken, die du bisher gesehen hast. Diese Wolke ist dunkel und trübe und schwarz mit einer dunkelgrauen Oberfläche. Und jetzt ist auch bei dieser Wolke ein feiner Schall fließender Worte für dich, so als ob dieses Zeichen schon für sehr, sehr lange Zeit auf dich gewartet hat. Als du näher und näher kommst, kannst du die Worte auf dieser dunklen, nebligen Wolke erkennen, dass diese Zeichen für dich eine geheime Botschaft sind. Und du verstehst intuitiv, dass diese Wolke all deine eigene persönliche Negativität enthält, die zuvor in deinem Unterbewusstsein weggespeichert wurde. Alles, was dich jemals besorgt gemacht hat oder dich traurig gemacht hat, ob es deine Selbstkritik ist oder die Kritik von anderen oder deine eigenen Zweifel oder die Zweifel der anderen, das gesamte jemals empfundene Bedauern, was du vielleicht hast, oder die mögliche Scham, die du vielleicht fühlst, oder was auch immer dich verletzt hat in der Vergangenheit. Oder deine aktuellen Ängste oder Symptome von Depression, wenn du die hast. All dein Versagen und all deine persönlichen Fehler, all diese Gefühle und damit verbundenen Bedeutungen leben hier in der geheimnisvollen Wolke. Und jetzt wächst aus deinem Inneren, aus deinem tiefsten Herzen ein strahlendes neues Weiß. Weil all diese alten Lieder um dich herum weitermachen und dir das Gefühl absoluter Ruhe und Vertrauen geben und kraftvolle Positivität und heilende Energie. Die du schöpfst aus dem Universum selbst. Du fühlst ein warmes Glühen aus deinem tiefsten Sein in dir aufsteigen. Weil dein höheres Selbst dir jetzt Kraft und Hoffnung gibt, während deine Flügel auf deinem Rücken schlagen, weil du aus einem Grund hierher gekommen bist und nun hast du diese Stelle erreicht, um endlich und permanent
all deine unbewusste Negativität zu lösen. Was für eine Form es jetzt auch immer annimmt. Und diese frühere Negativität war dir zunächst verwehrt und versteckt. Und diese Elemente sind in der dunklen Wolke und warten auf deinen bewussten Verstand. Und jedes einzelne Element in dir, das dir Schmerzen, Ärger, Wut oder Verletzungen auslösen kann, wartet nun auf Transformation. Und du spürst ein starkes Verlangen und willst herausfinden, was in der Wolke ist, weil es dein Leben ist. Und du weißt auf deinem tiefsten Level, dass es dir erlaubt sein sollte, Zugriff auf die vollständige Kontrolle über dein eigenes Selbst zu haben. In jeder Art und Weise ist jetzt das Universum mit all seiner höheren Kraft im Einvernehmen mit dir. Und weil du diesen Gedanken denkst, fühlst, siehst und hörst, erscheint dein eigenes kraftvolles, heilendes Licht. Und dieses kraftvolle Licht öffnet und durchdringt die dunkle, geheimnisvolle Wolke. Und während du nun begonnen hast, die Wolke mit deinem Licht zu bereinigen, hat sich ein wundervolles Ding über die Dunkelheit der Wolke gelegt und saugt nun mit Hilfe deines tiefsten geistigen Auges die dunkle Wolke hinfort. Und du siehst nun all das Zeug, das dich so lange nach unten gezogen hat. Und nun kannst du die ganzen negativen Erinnerungen und Gewohnheiten und Arten zu denken sehen. Schaue sie dir in Ruhe an. Sehe alle Einzelheiten, die dich immer wieder heruntergezogen haben, an. Du erkennst plötzlich, dass du nun über sie hinausgewachsen bist, und du weißt, dass diese alten Muster der Negativität dir nichts mehr anhaben können, in irgendeiner Weise, weil du sehr, sehr viel stärker bist, als du es je warst. Und das strahlende Licht deines eigenen höheren Selbstbewusstseins ist so kraftvoll und so wahr in dir, dass ein intensives Gefühl der Klarheit und Verständnis in dir angekommen ist.
und all diese alten Lieder über dir ändern sich nun in schöne, harmonische Melodien, die dir eine universelle Heilung zu deinen Ohren bringt, die du dir vorher nicht einmal vorstellen konntest, weil alles im Universum ist Energie. Von dem Ende unseres Sonnensystems bis zur Ausdehnung des ganzen Weltalls. Und diese unendliche Kraft ist nun für dich da, zu heilen, all deine alte Negativität mit dem Licht deines eigenen höheren Selbst zu beseitigen. Und dadurch, dass du dir die Zeit nimmst, dich zu heilen, auf dieser spirituellen Seelenebene, kannst du all die Bilder und Gedanken rückwirkend überschauen und sie mit besonderer Aufmerksamkeit bedenken. Wenn meine Stimme in ein paar Momenten wieder zu dir zurückkommt, werde ich dir etwas mitbringen. Eine neue Art spiritueller Führung, die du dir als einen langjährigen Freund oder ein lang erinnertes Bild deines höheren Selbst vorstellen kannst. Stimme wieder da ist, findest du dich geheilt vor, bis auf deine tiefste zelluläre Ebene. Und du bist geheilt innerhalb jeder deiner Muskeln, Knochen, Blut und Nervenbahnen in dir. Weil du all deine Heilenergie aktiviert hast. Deine Flügel schlagen langsamer und du sinkst wieder zurück auf den Boden, wo du ganz sanft in wunderbar saftiges, weiches Gras landest. Und du findest dich wieder in der Mitte eines uralten Zauberwaldes einer anderen Welt. Über dir sind enorme Bäume, die sich sanft wiegen in der kalten Brise. Wie der Geruch in der Luft so erfrischend heilend riecht für dich und auch heilend ist, während du an den grünen Blättern riechst. Und als das Plätschern der Bäche an dein Ohr dringt, fühlst du dich so unglaublich wohl und leicht und so komplett, als ob
eine neue Energie von weißem Licht durch deine Venen fließt. Du nimmst jetzt durch deine Sinne ganz anders wahr, wenn du die Luft dieses alten Waldes einatmest. Und du gehst auf einen wunderschönen Bachlauf zu und spürst, wie deine nackten Füße das weiche Gras durchstreifen, das mit Sauerstoff durchtränkte Wasser führt dich, und beruhigt schaust du über das sprudelnde, strömende, weiße Wasser. Und wie du so in die Oberfläche des strömenden Wassers schaust, kommen neue Erscheinungen zu dir, als würdest du dein höheres Selbst in den Wellen des Wassers erblicken. Und dein höheres Selbst lächelt zufrieden zu dir zurück. Und dein höheres Selbst ist im Aussehen und in seiner Erscheinung wundervoll ruhig und zuversichtlich und so voller Zufriedenheit, weil du letztlich im tiefen Frieden und mit ihm bei deinen größten Möglichkeiten bist. Über dein höheres Selbst hast du nun die klarsten Augen, um aus deiner Vorstellung heraus Szenen neuer Möglichkeiten zu sehen. Und du beobachtest und bist Zeuge deines eigenen Lebens, ganz so, wie du es willst, weiter voranschreitend in die Zukunft mit neuer Positivität. Du bist der Beobachter und der Zeuge deines eigenen Lebens, wie du immer weiter voranschreitest in eine neue positive Zukunft. Und du verspürst den Wunsch, dich hinunterzulassen zum Wasser. Du bückst dich und lässt Finger und Hände in das kühle, klare, fließende Wasser eintauchen. Es ist heilendes Wasser und du schöpfst es mit deinen Händen und lässt es über dein lächelndes Gesicht laufen. Und an jedem Punkt, wo dein Körper von dem Heilwasser benetzt wird, wird dein Körper bereinigt und alle restlichen Unreinheiten ist es möglich, hierüber abzufließen. Und wie du das Singen dieser Vögel in den Bäumen hörst und dich umschaust,
und siehst die freundlichen Augen dieser tierischen spirituellen Wächter um dich herum, da weißt du, du bist die einzige Person in dieser Welt, hier an deinem ganz speziellen Platz. Und du ziehst deine restliche Kleidung aus. Und du steigst sanft hinab in diesen erfrischenden, verjüngenden und heilenden Teich des Wassers dort. Der Strom des vorbeifließenden Wassers wäscht alle restlichen Sorgen, alle Zweifel ab und die heilenden Energien dringen so tief in dich ein, dass ein neues Leben und neue Energie in deinen Zellen hinterlässt. Und es hinterlässt neue Gedanken und neue Gesundheit in deine Nerven, und auch dein Blut wird durchströmt mit uralter, heilender Energie. Und wie der Strom des Wassers so über dich gleitet, entspannt dein Körper noch mehr. Und der letzte Rest Unreinheit wird automatisch von dem vorbeifließenden Wasser mitgenommen. Weil es dir so gut tut. Und weil es dir so gut tut, steigst du ganz ins Wasser hinein. Und so bekommst du das Gefühl, als würde das Wasser dich durchdringen und dich auch von innen her reinwaschen. Deinen Magen, deine Brust bis hoch zu den Schultern und durch deinen gesamten Körper. Die erneuernde und verjüngende Energie durchströmt nun immer mehr deinen Körper. Und erfrischt deinen Geist. Du fühlst dich so erneuert, so lebendig und fühlst dich so positiv. Mehr, als du dich jemals zuvor gefühlt hast. Weil endlich bist du frei. Endlich bist du komplett frei. Und du bist geheilt. Und endlich bist du so positiv, dass du fähig bist, ein glückliches Leben zu genießen und zu erleben. Das Gefühl in dir ist ruhig, zuversichtlich und weiterschauend auf deine Zukunft. Mit all der Kraft
deiner eigenen unterbewussten Positivität mit all der Kraft deiner eigenen unterbewussten Positivität. Und du entspannst tief und nimmst dir die Zeit, diese positive Arbeit an dir mit deinem höheren Selbst zu schätzen und zu integrieren. Und kannst all deinen Anteilen, deinen tiefsten inneren Anteilen und deinem höchsten Sein danken, die nun ausgerichtet sind und wieder zusammengekommen sind, um diese Entscheidung für dich zu machen. Und du kannst deine Aufmerksamkeit wieder zu deinem Kreislauf deines ruhigen Atems bringen, welcher kontinuierlich ein- und ausfließt, dir Gesundheit und Freude bringt mit jedem einzelnen Atemzug. Und wann immer du diesen Level tiefer Ruhe und Positivität wünschst, deinem erwachenden Bewusstsein diesen Augenblick wieder geben willst, kannst du dich ganz einfach erinnern, einen tiefen Atemzug nehmen und sofort fühlst du dich wieder gut, voller Zuversicht und warmherziger Freude. Und du lächelst. Weil nun dein eigener Erfolg das Ergebnis deiner neuen positiven Aussicht ist und deinem sanften Mitgefühl für dein tiefstes Selbst und für andere, weil du jetzt sehr viel Freude an deiner Positivität hast und diese mit deinen Freunden und der Familie teilen kannst und auch mit Fremden, ja, weil du weißt, dass Fremde nur Freunde sind, die du noch nicht kennengelernt hast. Und du kannst diese Aufnahme so oft hören, wie du dich dafür entscheidest. Solltest du wünschen, wieder die Kraft des Positiven in dir zu ankern, in deinem tiefen Geist. Und wenn du jetzt gerne in deinen nächtlichen Schlaf gehen möchtest, dann kannst du jetzt diese Aufnahme ausschalten und sicher sein, dass auch wenn du träumst, dein höheres Selbst Träumen verstärkt und die ganze Zeit all diese Ideen zu deinem tiefsten Selbst verstärken. Wie ich mir nun wünsche, kannst du nun wieder aufstehen und weitermachen mit deinem Tag. Und ich zähle von 1 bis 5. Und du findest wieder zu deinem vollen Wachzustand zurück. Ich wünsche mir,
dass du nun wieder voller froher Energie aufstehen kannst und weitermachen kannst mit den Aktivitäten deines Tages. Ich zähle dazu nun von 1 bis 5, was dich in deinen vollen Wachzustand bringen wird. Und ich sage 1, langsam, leicht und ruhig kommst du zu deinem vollen Bewusstsein. 2, jeder Muskel und jeder Nerv in dir ist locker, leicht und entspannt und du fühlst dich wunderbar gut. 3, dein Kopf wird wacher und wacher. 4, deine Augen fühlen sich kühl, frei und klar an. Und bei der nächsten Zahl, die ich sage, bekommst du dein volles Bewusstsein, öffnest deine Augen, um wieder bei vollem Bewusstsein zu sein, in der wachen Realität zu sein. Und du fühlst dich einfach wundervoll. 5. Augen auf. Du bist wieder wach und voll bewusst, nimmst einen tiefen Atemzug. Jetzt einmal deinen energetisierten Körper strecken und einmal lächeln. Wie einfach du so erfolgreich die Kontrolle über deinen positiven Weg bekommen konntest. Ich wünsche dir all den Frieden und Freude, die in dein Leben kommen kann. Bis bald.